Und ein herzliches Hallo, der Captain Knorke wieder mit einer neuen Folge von Knorke vs. Big Pharma. Wir haben hier angefangen, eine Analyse zu starten, weil wir wissen wollen, was ja das Optimum ist. Denn bei Knorke zählt nicht nur die fette Produktivität, sondern auch die Qualität. So, wir haben unsere Maschinen erforscht. Wir haben ja auch schon 4 Leute eingestellt. Das heißt, wir können jetzt die Sachen hier auch noch erforschen, die ich eigentlich gar nicht mag. Das ist aber egal. Was wir haben, Hammer. Kohle verdienen wir im Moment richtig, richtig fett, würde ich sagen. Hier haben wir auch das Optimum für das Antidepressivum. Jetzt mal eben gucken. Genau, das ist schon die zweite. Das Antidepressivum. Ja, wir könnten das entfernen. Wie gesagt, ich will aber diese. Ach, die sind so umständlich, diese Kackdinger. Es gefällt mir überhaupt nicht. Obwohl ich es theoretisch direkt machen kann, aber ich forsche gerade an der falschen Sache, ne? Ja, ich mache gerade die Autoklav. Wir brauchen den cryogenischer Kondensator, damit wir diese Nebenwirkungen loswerden. Was machen wir denn da? Wir lassen die Analyse mal durchlaufen, um zu sehen, was die härteste Konzentration ist für diese Nebenwirkungen. Oh, und da haben wir es schon erledigt. So, kontrollieren wir das Ganze mal. So. Ja. Die Nebenwirkung ist auf jeden Fall noch da. Wir können die maximal lindern, wenn wir hier so ein Creme-Modul hinstellen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch fürs Erste. Bewegen wir den anderen. Jetzt geht es komischerweise, den normal zu bewegen. Ja, das ist schon komisch. So, wir müssen aber auf jeden Fall nach oben. Moment, ich muss mal kurz was prüfen. Destilliert ihre Mankinderreihenform und verdoppelt damit deren Konzentration. Moment. Ich wäre hier schon mit 9 im richtigen Punkt. Müsste dann ein Kryogen dranhauen, damit es verdoppelt wird. Dann wären wir bei 18. Ich glaube, es wäre cleverer, einfach zu warten, den Kryogen-Dingsbums da erforschen und dann alles zum Teufel jagen. Moment, wir verdienen so viel Kohle. Obwohl hätte ich die Forschung abbrechen können. Ich bin doch bescheuert. Ach, egal. Ihr macht das schon. Erforschen wir halt beides, ist egal. Und dann lasse ich das hier einfach mal ruhen. Denn, Moment, optimal ist Nummer 17. Theoretisch würde ich sagen, 18. Es wäre eigentlich egal, ob ich jetzt hier schon einen runternehme. Nee. Doch. Müsste für beides genauso viel bezahlen. Ich muss kurz rechnen. Wenn ich jetzt einen runternehme, hätte ich 8 Konzentrationen. Das Doppelte davon sind 16. Dann müsste ich da einen zum Hochsetzen, damit ich auf 17 komme. Wenn ich zuerst den Kryo dran packe, habe ich gleich 18, müsste einen runternehmen. Nee, das kommt billiger. Weil da brauche ich bloß eine Maschine. Gut, dann bleibt das hier erstmal im Ruhezustand. Verursacht ja auch keine weiteren Kosten, weil es wird ja nichts mehr nachgeschoben. Also wird nichts mehr eingekauft. Genau, was wir jetzt machen, wir haben jetzt die pinken Pillen. Die hier. Die verbessern wir gleich mal, damit die günstiger sind. Und ich denke, das ist auch gut. Dann sehen wir auch, welche Produkte wir schon haben. So, ich muss mal eben husten, dann mache ich mal das Mikro kurz. Habe ich gerade gemacht, ihr habt nichts mitbekommen, weil ich auch nichts gesagt habe. So. Wer was anderes behauptet, lügt. Wir könnten jetzt diese hübschen Perlen. Nee, das sind die, die ich gerade drin habe. Was? Moment, ich bin gerade total. Ich habe die lila Perlen. Nee, die habe ich mir bloß angeguckt, ne? Die habe ich mir nur angeguckt.
Das wäre jetzt das, was ich jetzt als nächstes nehmen möchte. Ich sage ja zu ja, Billig-Cola. Das muss ich ja machen. Hier muss ich auf 6 runter, damit ich zum nächsten Punkt komme. Ich denke, wir importieren das hier. Weil das haben wir ja noch nicht. Mach das einfach mal hier rein. Dann rufen wir uns das Ganze mal auf. Theoretisch müssen wir doch gucken. Ja, da brauche ich wieder so ein Kryo, um das zu entfernen. Hier ein Io und hier ein Aglo. Das ist viel Arbeit mit dem Teil. Ich glaube, es wird doch von Mal zu Mal schwieriger. Egal, wir spulen erstmal auf die nächste Stufe. Das heißt, wir müssen 4, 5 Punkte runter. Ich würde sagen, da packen wir gleich 2 Ionisatoren dran. 2 Ionisatoren. Einmal hier. Und ich glaube, das ist das Platzsparende, was ich machen kann. Ach, Knorke, was machst du denn? Du musst doch hier nachher noch weiterbauen. Jetzt hast du das Fach hier benutzt. Sag mal, bist du denn bescheuert? Anhalten. Tut mir leid. Tut mir leid, aber das so nicht gehen tun können. Das sind 1, 2, 3, 4. Ja, das ist natürlich dumm. Weil 1 ist schon mal vergeben. Dann würde ich sagen, wir holen das von hier rein. So, das waren die Pillen. So. Jetzt habe ich schon alles vergessen. Was wollten wir machen? Wir müssen das um 5 Punkte runtersetzen, haben wir gesagt, ne? Um mindestens 5 Punkte. Das heißt, ich hau jetzt noch einen Ionisator dran und dann ein Lösungsmittel. Ja, so müsste das klappen. Einen zweiten Ionisator. Ein Lösungsmittel. Ja, was ist das denn? Machen wir es so. Hier, da lang, dann hier durch, dann hier lang und dann dorthin für die dämliche Analyse, die man natürlich auch richtig rum hinstellen sollte, weil sonst funktioniert das nicht. Hat der Knucker gelernt. Mal. Früher. Vor langer, langer Zeit. Ich fürchte allerdings, das wird auch eine ewig lange Produktionskette, wenn wir die ganzen Nebenwirkungen loswerden. Aber theoretisch ist das ja nicht unsere Mission. Unsere Mission lautet ja, dass wir diese Produkte einfach verkaufen sollen. Richtig? Richtig. So, wir warten ja auf die Forschung. 15%, ne? Das kann noch eine Weile dauern. So, einmal haben wir einmal die Nebenwirkungen. Okay. Ich habe noch gar nicht kontrolliert, ob das Produkt überhaupt richtig ist. Analysis complete. Ja, Schlafmittel ist schon die zweite Stufe, weil die erste Stufe ist ja Antihistamin. Analysis complete. Okay, jetzt muss man Pause machen. Jetzt wird's zu viel. Ich glaube, jetzt haben wir. Ne, sie haben noch nicht alle, oder? Ne, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Was? Ne, Moment, hier, zack. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Es fehlt nur noch das erste hier. Was wichtig ist. Die ist von bis 15 und 15 ist auch das Beste. Das heißt, diese Nebenwirkung kann uns eigentlich getrost mal am Hintern, wisst schon. Und da brauche ich wieder ein Kryo gehen. Das Schlimme ist, ich brauche dafür 2 Kryo gehen. Oder kann man da. Das sehe ich noch gar nicht, ne? Ne, das zeigt er mir nicht an. Schade. Also, was jetzt, wenn ich es verbessern würde, was das bringt. Fakt ist, wir haben einen neuen Wirkstoff. Ja, eigentlich wollte ich dir mehr das angucken, den Wirkstoff. Aber zuerst muss ich hier mal diese blauen Pillen verbessern, damit ich sehe, das Ding habe ich jetzt auch schon in Produktion. Und jetzt setzen wir mal den hier ein. Einen lassen wir jetzt frei. Wir hätten auch gleich hier drauf gehen können, aber da warten wir noch. Weil dann kann der noch einen Punkt machen, dann kann ich hier einen Punkt reinsetzen. Oder hier, je nachdem, was wir dann analysieren. Analysieren. So, dann analysier mal weiter, bitte. Analysis complete. Oh, das war jetzt genau richtig.
Nehmen wir mal gucken. Ich habe doch jetzt noch irgendwas noch. Ich könnte jetzt noch was analysieren, noch einen Punkt reinsetzen. Ich habe jetzt aber noch nichts draußen weiter, was ich benutzen will. Dann lassen wir den Punkt noch. Auf jeden Fall ist die Analyse damit abgeschlossen. Analyse. Ich kann es nicht mal aussprechen. Ich kann es nicht mal aussprechen. So, jetzt gucken wir mal. Ist natürlich super perfekt, ne? Die hat die beste Konzentration der Heilung. Ist natürlich auch die beste Konzentration oder die höchste Konzentration der bösen, bösen Nebenwirkung. Das heißt, mir bleibt dann im Endeffekt gar nichts anderes übrig, als diesen kack-kryogenischen Kondensator dran zu setzen. Das passt mir eigentlich absolut gar nicht in den Kram. Und der muss bei 17 bis 20 muss ein Agglomerator dran. Alter. Also fürs, wenn wir das Optimum machen wollen, dann haben wir echt die Arschkarte. Wir sind im Moment auf 4. Das heißt, wir müssen dann auf jeden Fall auf 5. Hier, die Analyse kann schon mal wieder weg. Wir machen einfach mal auch, wir sind auf 5, müssen jetzt den Verdampfer dranhängen. Damit er um einen Punkt nach oben steigt. 5. Mal gucken. Kryogen, wie weit seid ihr? 31%. Das dauert alles ewig. Das kann so nicht weitergehen, Freunde. Das geht so einfach nicht. Das kann doch nicht angehen. Okay. Wir verbessern jetzt. Ich brauche jetzt irgendwas, eine einfache Produktionskette. Hier, das sieht doch. Ach, einfach. Guckt euch das mal an. Das muss von 6 auf 10. Mindestens. Nee. Ja. Ja. Aber ist auf jeden Fall einfacher. Hier, verbessern und importieren. Also ich hoffe, dass das einfacher ist. Ach, jetzt hatte das nicht. Was denn jetzt? Ich habe hier die. Ich wollte hier was importieren. Warum kann ich bis da importieren? Nee, 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 nee. So, nee, 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 nee. Jetzt, hier, okay. Ich möchte. Ach, das ist schon drin. Okay, 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 okay. Ich habe nichts gesagt. Lass mich mal los. Ich, so. Auf 10. Das heißt, um 4 Punkte erhöhen und dann Verdampfer dran knallen. Das geben wir dann noch hin, bevor wir hier wieder Pause machen. So, um 4 Punkte erhöhen, haben wir gesagt. Das heißt, wir setzen jetzt hier den dran. Und einen Verdampfer setzen wir hier dran. Und danach muss ein Verdampfer dran. Also noch einen zweiten Verdampfer. Den setzen wir so hin. Das heißt, hier geht's lang, hier geht's raus, hier geht's raus. Und hier kommt ein Analyzer dran. Anna! Jetzt macht er schon wieder diese gleiche Kacke hier. Okay. Dann müssen wir halt ein bisschen rauszoomen, dann geht das auch. So, damit haben wir 3 Produkte, 3 neue in der Pipeline, die wir aber noch nicht nutzen, weil unsere Forschung noch nicht so weit ist. Wie unfair ist das denn? Beugt Akne vor. Okay. Gut, das Gute ist, die Analyse braucht hier bloß 3 Sachen. Weil wir nur 2 Nebenwirkungen haben. Nur in Anführungsstrichen. Da gucke ich jetzt nicht drauf. Ich lasse das einfach mal durchlaufen, bis da das dritte Mikroskop auftaucht Analysis da oben. Complete. Das war das zweite. Okay. Und damit sind wir fertig. So, das Ding stellen wir mal wieder hierher. Zack, zack, zack. Alles zumachen. Und dann gucken wir mal, was er uns erzählt. So. Können wir eh nicht verbessern, das ist gut. Also, ja, das ist schon gut. So, leider treffen wir auf beide Nebenwirkungen. Ich kann aber, wie gesagt, beide auch entfernen. Ich habe jetzt 11 Punkte. Die müssen. Ich habe einen Zwischenspeichern. Was sagt mir das? Das sagt mir, dass wir schon wieder fast bei 15 Minuten sind. Das ist gut. Denn dann ist es so, dass die Spannung steigt, wenn es eine Spannung gibt. Egal. Ich danke, dass ihr dabei wart. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es heißt Knorke vs. Big Pharma. Und ja, ich wünsche euch noch was. Tschüss.